Ja, liebe Freunde, heute ein Blaulicht. Nein, eine UV-Leuchte, die euch beim Aufspüren von UV-reflektierenden Gegenständen unterstützen wird. Zunächst packen wir, wie immer, erst einmal aus. Wieder sehr umweltfreundlich verpackt. Riecht nach Aoki. Wenn auch anders gelabelt. Es kommt sofort einsatzbereit mit diesen drei AA-Zellen mit. Eine deutsche Bedienungsanleitung ist beigefügt. Ein Garantieschein ist auch dabei. Holen wir es einfach mal aus der Plasttüte heraus. Metallgehäuse, Alugehäuse, sauber verarbeitet. Nicht allzu schwer, mit CE-Kennzeichen. Bedienelemente klar zu erkennen. Öffnen wir ganz kurz, da kann man also schon die Batteriekammer erkennen. Wir schließen das nochmal, wir legen später die Batterien ein. Hier oben die Abdeckung der 51 UV-LEDs. Der Einschalter groß, kräftig, deutlich zu bedienen und zu spüren. Die CE-Kennzeichnung natürlich auch auf dem Gehäuse. Eine kleine praktische Tragschlaufe ist auch dabei. Schauen wir uns kurz die mitgelieferten Batterien an. Die werden wir natürlich jetzt gleich einlegen, um die Lampe einmal in Betrieb zu nehmen. Achtung, nicht vergessen, wie man das Ding demontiert hat. Es ist also zunächst mal diese Batteriekammer zu bestücken. Die muss man dann wieder richtig rum einsetzen. Kann man sich ja nochmal überzeugen. Auch das Video kann man sich nochmal anschauen. Also eingesetzt, zugeschraubt. Und jetzt müsste die ja schon rein theoretisch betriebsbereit sein. Wir schalten sie kurz ein. Ja, blaue Netz sieht man. Und jetzt gehen wir ein bisschen an die praktische Erprobung. Zunächst erstmal mit einer normalen Taschenlampe. Naja, gut, das sieht sehr staubig aus, aber eben noch einigermaßen unkenntlich. Jetzt sieht man aber schon diese UV-reflektierenden Teile, die man hier sehr deutlich erkennen kann. Machen wir dann noch ein paar andere Beleuchtungsbeispiele. Hier zunächst normale Beleuchtung. Aha, das sind also irgendwelche Rückstände von abgestellten Gegenständen zu spüren. Das ist natürlich eine Geschichte, geht einfach mal mit der Leuchte durch euer Bad, nehmt möglichst die Frau nicht mit, die wird dann gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also man kann schon sehr, sehr unsichtbare Rückstände aufspüren. Das ist es gewesen, liebe Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.